Jetzt frage ich mich gerade, ob ich erst das hier mache, trifft Rendel im Gräberwald. Das sieht ja auf der Karte sehr interessant aus. Das wäre nämlich hier oben. Das wäre noch so eine kleine Extra-Ecke, bevor wir uns hier in diese Richtung aufmachen. Ich glaube, wir gucken erstmal hier hoch. Gucken mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Kann ja sein. Ich glaube... diese Richtung. Oder? Ja, komm. Machen wir erstmal hier. Was ist das? Ein weggeworfenes Hufeisen. Was mache ich damit? Schützt die Hufe von pferdeähnlichen Kreaturen. Ja, das ist mir schon klar. Robustes Hufeisen. Bringt mir das jetzt Glück? Oder braucht es irgendjemand? Wir könnten aber trotzdem diese Quest, die da vorne ist, annehmen. Vielleicht können wir die nebenher auch noch mit erledigen. Die Rebellen der Steingeborenen haben Anwerbungspamphlete hinterlassen. Wenn ihr diese für die Ventür sichern könnt, würde euch das vielleicht etwas dringend benötigte Gunst eintragen. Sammelt neuen Rebellionshandzettel. Und die liegen auch hier vorne rum. Es könnte natürlich sein, dass ich einfach nur hier questen muss und nachher sowieso zu unserem guten Rendel muss oder in seine Richtung. Ja, okay, dann machen wir jetzt erstmal die Quests, die sich hier so anbieten. Und gucken dann, wie es nachher weitergeht. Dann können wir uns immer noch umentscheiden. Eins? Wieso eins? Da war doch schon eins. Eigentlich müsste das das zweite sein. Ich bin nicht die einzige Kutsche, die hier strandet, so wie es aussieht. Sieht ja heftig aus. Eine Kutsche an der anderen. Oh, was sind das da hinten? Ein Flupperpilz. Hier gibt es einiges mitzunehmen. Die Nägel halten ja sehr gut in diesen Steinwänden. Wundert mich. Hier kommt man ja sowieso nicht viel weiter, oder? Was ist das? Anima-Kanister. Ah. Ups. Oh, das gefällt jemandem nicht so gut. Jovral. Der haut aber auch ganz gut zu. Wenn man da so mal auf meine Pets guckt. Und dann hat er nur so einen ollen Stein dabei. Eieieiei. Ist irgendwo ein Schatz? Ja. Da hinten gibt es einen Aufzug. Da. Da. Ah. Oh, da hängt auch noch so ein Ding. Was ist das hier für ein Pilz? Sprungpilz? Sprungpilz? damit kann ich zum Schatz kommen. Okay, ich kann da schon ein bisschen lenken. Ja, gut. Ja, ist ja cool. Das finde ich ja nett. Zurückgelassene Beute eines Wanderers. Wird die gleich wach? Blümchen sind da drin. Seelenstaub.
5 Rubine, Schleierstoff. Aber nichts für mich. Nichts für Lederer, meine ich jetzt. Guck mal, da kann man sogar noch richtig schweben. Okay, da wartet schon der Kerl auf mich. Ich mache erstmal Quest fertig. Oh, der hat die schicke Schildkröte. Guckt mal. Ich werde Azra schon mal getötet haben. Komm, schieb mal mit drauf. Kannst du brauchen. Dann holen wir den da auch noch. Damit sich das Bärle vielleicht auch mit draufhauen kann. Aber die sind ja im Allgemeinen recht stabil. Oh, da hängen ja viele. Guck mal, alles auf der Rückseite. Aber wir haben schon gleich alle. Oh. Erinnert mich ein bisschen an unser eine kleine Raptor. Wie hieß sie? Ja, Lani? Mit den Schätzen? Die sich immer gefreut hat, wenn man ihr wieder einen Schatz bringt. Ich glaube ja, Lani. Okay, das geht jetzt tatsächlich hier weiter und dann hier nach Dunkelhafen rein. Dann würde ich tatsächlich erstmal dahinter gucken. Zu Rendel. Dann haben wir nämlich den Bereich auch schon. Rendel links oder rechts? Ich würde mal sagen, erst links. Sehr schönes Gebiet, gefällt mir auch gut. Anwesen des Verwalters. Ah, aber er ist hier doch hier unten. Die waren zumindest schon mal neutral. Hier ist der Gräberwald. Rendel! Wo bist du? Ja! Oh, da sind gleich seine Kollegen. Dirk! Bei Dirk kann ich was kaufen. Schicke Schuhe! Hey, was glotzt ihr so? Gibt etwas, das ihr gegen durchflutete Rubine tauschen könnt? Oh, durchflutete Rubine. Ah! Dafür braucht man die. Die habe ich vorhin gefunden in der einen... Diese 5. In der einen, in dem Rucksack da gerade eben. Ups, 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 das läuft da riesiges. Scheint nicht gefährlich zu sein. Was gibt's denn hier? Also es gibt einmal einen Wachenneutralisierer. Entfernt eine störende Steinwerkwaffe in der Umgebung. Okay. Gestohlene Karte des Durchfluteten. Spürt alle Kreaturen und Objekte in der Nähe auf, die durchflutete Rubine brauchen. Nach Erhalt eurer Rüstung ist mit ätzendem Dreck bedeckt, sodass bei erlittenen Nahkampftreffern eine Chance besteht, den Angreifer im Verlauf zuzufügen, wenn nur im Fall. Okay, lauter so komisches Zeug. Spürt alle Kreaturen und Objekte in der Nähe auf, die durchflutete Rubine brauchen. Das ist bestimmt noch irgendwie was Wichtiges in Zukunft, zumindest wenn man hier vielleicht zu der Aktion gehört, ich weiß es nicht. Erschaffer oder Zerstörer? Diese neuen Gräber machen sie nicht von alleine. Wie ich sehe, habt ihr euch entschieden, euch die Hände dreckig zu machen und uns Arbeiter zu unterstützen. Diese Schlammlache ist vollkommen unbrauchbar. Der Animamangel hat hier zweifellos sein Tribut gefordert. Müsst ihr, die Lachen benötigen Dreck und Fasern, damit darin brauchbare Gräber heranwachsen können. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich versuche, die Lache zu behandeln, habe ich diese verflixten Verschlünger am Hals. Jetzt fängt der unbehandelte Schlamm an, sich zu diesem Elementaren zusammenzuballen. Könnt ihr helfen und etwas von diesem schmutzigen Schutt in die Lache werfen, um sie wieder herzustellen? Werft schmutzigen Schutt in die Schlammlache. Ich sag den Jungs, ihr seid in Ordnung. Ja, kann ich machen. Kommt dann auch irgendwas zurück? Würde mich nicht wundern, wenn dann irgend so ein Viech rauskommt. Wie viel Schutt? 6 Stück. Aha, aha, da kommt schon was angeflogen. Was auf mich zieht. Irgendwas schmeißt zurück. Ja, genau.
der Stein kommt wieder rausgeflogen. Und wenn man zu lange da rumsteht, dann kriegt man ja einen Kopf. So ist es nämlich. Und das Hündchen da, das beißt mich dann in den Hintern. Wusste ich's doch. Aber jetzt, vielleicht kann man ja hier so einen Dreck treffen. Was passiert denn dann? Oh, verheerende Verschlinger, die sehen auch nett aus. Ja, kommt da schon wieder zurück. Wollen wir noch einen? Was passiert, wenn man da durchs Wasser schlappt? Ja, dann wieder so ein Debuff. Oh. Schutt geworfen. Eigentlich müsste ich ja da einfach so rüberreiten können. Ja. Welche Bosse haben euch geschickt? Ich kann es von hier aus riechen. Ich danke euch, Luna. Was riechen? Vorsicht. Dass er noch schnodderiger ist, der Tümpel. Das Reich besonders gefährlich. Gräberpflicht. Mit der Schlammlache ist wieder alles bestens. Das reicht für ein paar Gräber, aber die Verschlinger machen immer noch Ärger. Wir brauchen einen Edelstein der Bindung. Damit können wir einen großen Lulatsch ausgraben, der die Lache beschützt. Ich zeig euch, wie ihr erstmal... Was? Wie ihr erstmal ein paar entbehrliche Gräber ausgrabt. Lasst sie in den Trümmern nach dem Edelstein der Bindung graben. Dann machen wir aus dem Haufen einen Lulatsch. Dann ist Schluss mit den Verschlingern. Grabt einen Gräber aus und bringt ihn zu den Schutthaufen. Wartet, bis er sich durch den Haufen gegraben hat und nehmt den Edelstein der Bindung an euch. Wenn ihr gefressen werdet, gut, Gräber ist da mir. Frisch und bereit. Hey, unten, Schlundgängerin. Sag mal, wer hat sich das ausgedacht? Okay, dann mach mal. Gereifter Gräber. Da hinten kann man auch angeln. Schwarm, Stachelflossen, Piranhas. Los jetzt, ich habe nicht ewig Zeit. Naja, schon, aber ich will sie nicht mit euch verbringen. Okay, ich habe den jetzt in der Hand. Ach, da hinten. Okay, ich dachte hier im Modder. Weißer Alpha. So, hier, guck mal da. Der Schutthaufen ist nicht zu groß. Dauert nur eine Minute. Sieht aus, als wären Verschlinger im Anflug. Das muss ich ihn erstmal verteidigen. Die kommen auch noch aus so einem Portal. Guck mal. Kommen bestimmt noch mehr. Noch ein weißer Alpha habe ich bestimmt auch gleich. Okay. Also gut, meine Arbeit ist wohl erledigt. Zurück ins Becken mit mir. Jetzt sieht man vor lauter Leichen nicht, ob da tatsächlich was liegt oder nicht. Irgendwas liegt hier schon. Beutel mit Gräbervorräten. Schade, dass ich die nicht sehen kann. Oh, und das ist ein Edelstein darin. Sehr schön. Händel? Schlund wird größer. Wart ihr das? Habt ihr den Edelstein? Das ist ein bisschen Verschlingerschleim. Da ist ein bisschen Verschlingerschleim drauf. Aber er muss reichen. Die Dürre wird noch unser aller Ende sein. Danke, dass ihr den Stein geholt habt, Luna. Während ihr unterwegs wart, habe ich noch ein paar von den Jungs ausgegraben. Jetzt müssen wir diese Gräber nur noch in Lulatsche verwandeln. Wohnt dem Ritual bei. Seid so gut. Sag den fiesen Bossen nicht, dass ich nichts zu tun habe. Oh ja, da sind ein paar. Eifriger Gräber.
Nett. Die merken dann auch noch nicht mal, hey, ihr drei müsst da rein, zack, zack. Die merken dann noch nicht mal, ganz hier ausgenutzt werden. Bah, also gut, gehen wir. Upsi. Ottos hier. Bereit zum Losklappen. Von Abort. Abortus. Bottos bereit. Bottos ist bereit, Verschlingerschädel zu zerschmettern. Springt auf. Ach, da muss ich auch noch drauf hocken. Steigt auf Bottos und vereitelt den Einmarsch der Verschlinger. Ihr bekommt Schüchen und... Die Feinheiten, die sie zum Bau eines Gräbers nötig sind, wird für alle Schaumschläger benötigt, um den Bau von Gräbern zu überwachen. Schande. Ich glaube, Blizzard hat hier Spaß gehabt. So, was können wir denn da? Grabeshieb. Und stampfen. Oh, ja, das sieht ganz gut aus. Und dann hier heilt ihn. Okay. Okay, der Hieb ist natürlich nicht ganz so super duper. Aber gut genug. Okay, wie viel muss ich denn? 25? Ist jetzt nicht so der Brille. Da oben ist noch einer. Da ist sogar ein Boss. Hartox. Ich glaube, den brauche ich nachher, oder? Schimmernde Risse geschlossen. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich da auch noch was machen muss. Muss ich den Risshüter wahrscheinlich. So, wo ist der nächste? Da hinten. Kann ich da durch die Pampe? Ich kann ja eigentlich ein bisschen schneller, ne? Halt! Oh, der hält dann gar nicht an. Das ist natürlich nicht so geplant gewesen. Okay, die halten auch nichts aus. Irgendwas rennt dann hinter mir her. Machen wir schon alles. Und jetzt den Boss. Artox töten. Töten. Sollte ich vielleicht mal ins Target nehmen, damit ich sehe, wie viel er noch hat. Aufgabe ist wohl erledigt. Brechen wir auf. Vor allem, da hat das Türmchen in der Hand, ne? Ja. Wo hat denn das abgerissen? Hier. Ottos geht jetzt zum Becken zurück. Was geben, um die Reiche zu sehen, die ihr gesehen habt. Gute Arbeit, Luna. Lulatsche sind manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Traut keinen Schwingen oder Fangzähnen. Hüchen! Wow, jetzt kriegen wir mal ein bisschen hier Verbesserung. Hat jetzt lang genug gedauert, bis wir die Sachen gebraucht haben. Jetzt sehe ich da vorne aber einen Schatz. Müssen wir uns noch anschauen. Der war eben noch nicht da. Alles nur wo.
Was ist es denn für ein Schatz? Vergessene Angelrute. Sehe Würmchen? Ich sehe... Zu trinken. Hallo, Angelrute. Oder ist die vielleicht nicht immer da? Das könnte ja auch sein. Oder sie hat gerade jemand benutzt. Lammschlängler. Wir machen mal wieder den Trick mit dem... Nö, da glitzert nix. Trick verreckt. Ich glaube, der wartet auch gerade hier, dass hier was passiert. Er hier. Aber jetzt ist der Schatz auch weg. Guckt mal. Dann hat irgendwie jemand anderes ihn geschnappt, scheint mir. Ja, guck mal, hier angelt jemand. Aber ich glaube, das hat mit dem Schatz nichts zu tun. Och, dann machen wir das irgendwann mal. Läuft uns ja nicht weg, denke ich. Gut, ich glaube, es war ganz gut, dass wir das jetzt gerade noch gemacht haben. Und jetzt erst wieder mit der Hauptstory weiter. Aber hier gibt es auch wahnsinnig viel zu erkunden, ne? Und hier könnte man jetzt runter gucken. Da hinten könnte man jetzt noch rum. Aber ich folge jetzt mal der Story. Ich denke, wir werden dann noch genug in der Gegend beschäftigt sein. Da ist nochmal eins. Habe ich jetzt zwei? Tatsächlich? Kann ich da jetzt stehen und warten, dass die Hufeisen hier respawnen? Guck mal, hier ist auch so ein Dingens. Wieso kann ich den Schatzberg nicht mitnehmen? Kann ich doch nicht einfach so rumstehen lassen. Au. Brücke der Bußfertigkeit. Oh nein, nur der Bußfertige, ne? Graf Denatrius freut sich schon darauf, dass ich euch ihm vorstelle. Eure kämpferischen Talente sind vielversprechend. Mit ein paar Jahrhunderten mehr und ein bisschen Demut könnten wir vielleicht etwas aus euch machen. Ein paar Jahrhunderte. Also ich bin ja Nachtelf, ich bin ja sowieso schon alt, ne? Aber ich bekomme einen Gürtel. Über Rebellion keinen Glauben. Ich freue mich gerade, dass ich so ein bisschen GS bekomme. Ah, was habt ihr entdeckt? Einen Anima-Kanister. Die Anima darin versucht zu entkommen. Gute Arbeit, sterbliche Steingeborene benötigt Anima. Sterbliche Steingeborene benötigen Anima, um zu existieren. Wer hätte es gedacht? Ohne sie verwandeln sie sich zurück in Stein. Dieser Verlust trifft sie härter als 30 tote Soldaten auf ihrer Seite. Revendreth ist entschlossen. Dessen bin ich sicher. Die rüden und abscheulichen Dokumente wurden allerdings mit einer eleganten Handschrift gefertigt. Der Prinz hatte schon immer mehr Kunstfertigkeit als Verstand. Dieser Gegenstand kann gelesen werden. Oh. Mal lesen, was da steht. Werte Ventierfreunde, glaubt nicht die Lügen, die Graf Denatrius und seinesgleichen unter euch verbreiten. Die Speichellecker, die dem Meister folgen, tun dies einzig und allein aus Machthunger und Gier. Sie machen sich damit eben jener Sünden schuldig, die wir den Seelen, die uns anvertraut wurden, so unermüdlich auszutreiben versuchen. Bewohner von Revendreth, erhebt euch. Wir müssen diesen Tyrannen stürzen, der sich unser Meister nennt. Schließt euch meiner Sache an, in Ergebenheit Prinz Renatal, Ernter der Herrschaft. Bin gespannt, was sich hier noch so von uns ausbreitet. Okay, dann. Ah, was für ein Schund! Gebt sie mir und ich werde sie endgültig entsorgen. Hier, für eure Mühen. Diese Belohnung hilft euch hoffentlich dabei, den Schmutz dieser Schriften von euren Fingern zu waschen. Ein spektrales Taschentuch. Reinigt eure Hände von all dem Schmutz. Und dann?
passiert halt gar nichts, ne? Jetzt ist es weg. Es ist weg. Okay. Wahrscheinlich kann man das sogar irgendwo auch kaufen. Würde mich zumindest nicht wundern. Jenseits dieser Brücke liegt der Weiler von Dunkelhafen. Er wurde von Graf Denatrius Getreuen befestigt, also würde es die erbärmlichen Rebellen niemals wagen, diesen Ort zu nahe zu kommen. Ihn zu erreichen dürfte allerdings nicht ganz einfach werden. Ich schlage vor, ihr tragt die Anima, während ihr dafür sorgt, dass uns niemand... Nein, ich trage die Anima, während ihr dafür sorgt, dass uns niemand zurück in den Endmorast wirft. Eskortiert den obersten Kämmerer nach Dunkelhafen. Vertraut dem Plan des Meisters. Ich bin bereit. Die Gerüchte um die Dürre sind sehr überzogen. Sieht ja schon cool aus, ne? Es hat was. Brücke der Bußfertigkeit. Aha, aha, aha. Da kommen sie schon. Ich bin sehr beschäftigt. Wie wär's, wenn du wartest? Da hinten? Oh, noch mehr. Oh, oh, noch viel mehr. Geh mal ein bisschen zu ihm. Jetzt sollte ich nicht an diesem Punkt stehen, wo die sowieso spawnen. Oh, da hinten liegt Loot. Wahrscheinlich eh nur so ein oller Backstein. Ich komm schon, ich komm schon. Schön, wie er winkt. Herbei, herbei. Ich lasse mir von euch nichts befehlen. Hey, warte. Der läuft einfach mal weiter. Und wenn ich mich umdrehe, dann dreht er sich auch um. Zumindest sah es gerade so aus. So, war's das? Ah, Dunkelhafen. Die heißen hier auch jeden willkommen. Kein Sinn für Ziemlichkeit. Oben im Schloss gibt es wenigstens eine Ordnung, wer eintreten darf. Schick, schick, oder? Willkommen. Das mag vielleicht nicht den Eindruck erwecken, aber diese Rebellion liegt in den letzten Zügen. Alle, die sich gegen den Meister auflehnen, sind Dummköpfe, die bald ein neues Ausmaß an Schmerz und Leid erfahren werden. Die Steinlegion ist noch nicht hier. Das ist skandalös. Wenn wir nicht schnell handeln, werden die Rebellen diesen dreckigen Weiler überrennen. Hier, nehmt die Anima und aktiviert ein paar der Steingeborenen am Rand von Dunkelhafen. Die restliche Anima bringt ihr dann zur Rüstmeisterin und sagt ihr, sie soll gefälligst ihre Arbeit machen. Ich werde versuchen, mit dem Meister Zwiesprache zu halten und ihn um Verstärkung bitten. Sammelt den Anima-Käfig und erweckt dann 6 Steingeborene. Vertraute Steingeborene sind üblicherweise über alle Maßen loyal. Die Rebellen wurden von Rhetorik und Lügen getäuscht. Okay, dann nehme ich das Ding mal. So, oh, oh, schick. Kann hinten. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Dinger sind. Ich da beleben soll. Was haben wir denn da? Guck mal, Mausoleum, Steinmetz. Okay. Und noch, das sieht aus wie eine Schmiede. Ah, ja, ja, hier kann ein Schmied noch einmal, ja? Arbeiten. Wenn ihr noch andere Krimskrams findet. Ah, da oben sind sie. Guckt mal. Oh, und da hinten gibt es noch eine Questie. Questie, Questie. Hinweis für alle. Im Endmorast. So einen haben wir doch heute schon getötet. Eine schleichende Bedrohung, die im Endmorast herumlungert. Lungert. Hieß nur anders. Im Endmorast, gefährlich nahe der Grenze zu Dunkelhafen, lauert eine schleichende Bedrohung. Ihr solltet darauf achten, dieser Monstrosität auf euren Reisen auszuweichen, sonst findet ihr den Tod.
Abenteurern und einer gut bewaffneten Truppe könnte es gelingen, die Bestie zu töten. In dem Fall erwartet euch bei eurer Rückkehr eine Belohnung. Hochachtungsvoll, Zuchtmeister Gavril. Findet und tötet den Verhallenschrecken im Endmorast. Und was ist das hier? Eine Proklamation. An die guten Leute von Ravendreth. Ich wende mich heute mit Optimismus an euch, obwohl dies herausfordernde Zeiten sind. Zunächst versichere ich euch, dass unsere heilige Mission, den gewalttätigsten und bösartigsten Seelen bei der Sühne für ihre Sünden zu helfen, unsere höchste Priorität ist und immer sein wird. Dass unsere heilige Mission, den gewalttätigsten und bösartigsten Seelen bei der Sühne für ihre Sünden zu helfen? Ja, das mag ich aber nicht so gerne unterstützen. Unsere Rituale sind wirksam. Unser Urteilsvermögen ist scharf, aber fair. Wir Ventür setzen uns weiterhin dafür ein, allen, die es wünschen, irgendwann eine Lösung zu bringen. Durch eure treue Arbeit kann selbst den bösartigsten und stolzesten Wesen lediglich eine Ewigkeit im Schlund erspart bleiben. Leider ist in letzter Zeit der Strom solcher von Anmaßung geplagter Seelen praktisch zum Erliegen gekommen und als Folge davon schwindet das Angebot an Anima, unsere wertvollste Ressource. Sogar wir, die Gläubigen, die die Anima extrahieren, sind von den Auswirkungen dieser mysteriösen Dürre nicht verschont geblieben. Ja, wir haben immer noch unsere alten, zuverlässigen, unsere Arbeitspferde, doch ich fürchte, sie werden nicht ausreichen. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um mehr Anima zu sammeln, aber kurz gesagt müssen wir alle, ob reich oder arm, Opfer für das Allgemeinwohl bringen. Deshalb habe ich beschlossen, eine Strategie der Erhaltung und Rationierung umzusetzen, die Anima zu den Bedürftigsten bringen soll. Haha. Auf diese Weise werden wir unser Volk stark und unser Land gesund erhalten, trotz der Bemühungen derer, die diese Krise für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Und sich gegen die rechtmäßigen Strukturen unserer Gesellschaft auflehnen. Seid versichert, dass wir diese Schurken vor Gericht bringen werden, natürlich mit der gebotenen Fairness und Barmherzigkeit. Ich habe schließlich großes Mitgefühl. Meine treuen Untertanen, wir tun alles, was getan werden muss, um die Produktion von Anima anzuregen und den ehrenvollen Zweck von Ravendreth zu erfüllen. Bleibt andächtig und entschlossen. Und wisset, dass ich uns alle in eine bessere Zukunft führen würde. Aber sicher doch. Das Sündposium. Ein Gastwirt. Zugmeister Gavril. Ah, das ist der, bei dem ich mich melden soll. Herrin Michaela. Rüstmeisterin. Wir haben ewig Zeit, euch kennenzulernen. Ah, hier gibt's doch mal spektrale Taschentücher. Wenn wir es benötigen. Und dann gibt's natürlich hier edle Dinge. Schriftrolle des Hofboten. Oh, ein Hofbote. Hofsündenmehren, okay. Die kriegen wir denn auch. Ihr müsst zu meinem Schneider. Der kann euch etwas anfertigen. Ja. Eigentlich nett, weil man dann dadurch... Also wenn man jetzt zum Beispiel seine Twinks dann in die anderen Fraktionen packt und nicht sagt, okay, ich mache jetzt selber mit einem Charakter alle Fraktionen durch. Dann hat man wenigstens mit den Twinks dann immer was anderes zu tun und nicht einfach Schema F das gleiche wieder Main, sondern dann hat man schon ein bisschen unterschiedliche Dinge. Das wird nicht ganz so langweilig. Oh, das sieht ja interessant aus. Laios. So, dann animieren wir mal die Dinger da. Abwehr. Ich erwache! Schwätz nett. Halt lieber Wache. Wie sagen die immer? Nicht tratschen, sondern schaffen. Der Himmel sieht ja auch spannend aus, ne? Als ob sich da eine kleine Blutlache drüber ausgebleitet hätte, bereitet. Und so geht da hinten noch eine. Und wer bist du? Glopnop.
Okay, die fliegen jetzt hier oben rüber. Was haben wir denn da für eine Kapelle? Ilka. Cassidy. Stuart. Maddie. Das ist doch bestimmt auch irgendeine Analogie. Morgana. Wie Shakespeare oder so. Oh, da oben ist ein Schatz noch. Aber hier sollten eigentlich noch Statuen sein. Ah, draußen. Draußen vor dem Tore. Und so ein Ross bekommt man dann. Naja, die gucken aber so böse. So eins will ich gar nicht. Da sind sogar einige da draußen, so viel brauche ich gar nicht mehr. Und so geht meine Wacht. Ich gucke jetzt trotzdem mal noch, wo der Schatz ist. Ah, Flugpunkt. Der kleine Quelle Fitch hier. Und der Schatz ist hier drin? Ah, natürlich im staubigen Keller mit wem will. Kommt man hier überhaupt wieder runter, hoch? Guck mal, da hat's so Edelsteinchen. So, aber der Schatz ist oben. Der ist nicht eine schicke Gruft, ha? Bloß der Bewohner ist halt einfach nicht mehr da, aber okay. Ist hier ein Schatz? Nein, hier ist irgendwo ein Schatz. Oder da? Nee, eigentlich. Jetzt heißt es wieder unten, ne? Aber wenn ich unten bin, dann geht es hier ja gar nicht weiter. Es sei denn, da gibt es noch irgendwie einen anderen Keller oder sowas. Oder eine Geheimtür. Oder vielleicht kann man so eine Fackel drehen. Oh, hier gibt es keine. Da? Geht's hier noch irgendwo links? Könnte ja auch sein. Tür auf. Ach, ah. Türe auf. Und. Okay, jetzt sind wir auch wieder nicht weiter. Vielleicht noch eine andere Türe? Oder gibt's hier noch einen geheimen Hebel? Wer hält hier eigentlich die. Also, hier kommt doch keiner mehr rein. Die Fackeln hier brennen, oder sind das ewige Fackeln? Okay, wir müssen eine andere Türe verwenden. Was ist denn hier? Okay, hier gibt es auch nichts Besonderes. Aber da hinten ist doch auch keine Türe mehr. Okay, ich schätze, das ist irgendwo nebendran. Wo ich... Oder hier? Nee, da sind noch Fensterscheiben. Ich bin wahrscheinlich nicht die Erste, die hier blöd rumsucht. Ja, wahrscheinlich irgendwo da unten. Das sieht auch nicht irgendwie so. Ich will mich halt nicht wieder in den Tod stürzen. Ah, doch, das geht sogar. Aber da ist der Schatz oben. Ah, auf dem Balkon. Okay. Eventuell. Hast du dein geborener Entführer? Hallo? Aua, die machen aber ganz schön. Aua. Ich komm mal wieder ab. Dann gucken wir doch mal auf die andere Seite von dieser... Oder kann man hier irgendwo hoch? Oder da hüpfen? Guck mal hier.
Oh, hier guckt man gar nicht. Jetzt zum ersten Mal die abschütteln. Oh, stellt mich auch mal tot. Immer noch Akro. Okay, wir haben es geschafft. Wenn man hier jetzt drüber könnte, dann würde man da vielleicht auch auf den Balkon kommen. Jetzt gucken wir mal von der anderen Seite. Da kommen wir ja nicht rein. Da sieht es auch nicht so gut aus. Diese Kerzen hier überall, ne? Die sind gar nicht an. Aber es sieht irgendwie schon witzig aus. Na, das sieht doch hier auch gut aus. Anwesen des Verwalters. Oh, da steht die Kiste tatsächlich. Das an. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Was war denn da jetzt drin? Eine wilde Knochenbeißer-Armschiene. Und, eine Schusswaffe. Aber so eine Ballerwaffe. Wollen wir das? Ja, komm. Egal. So, und jetzt müssten wir natürlich hier wieder irgendwie nach Hause kommen. Ohne uns den Hals zu brechen. Und ich schätze mal, jetzt müssen wir wieder über diese Typen, die wir da gerade... die gerade schon so unfreundlich waren. Ah ja, lauft mal hinter dem her. Das ist nett. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Todesritter. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal ab hier. Hm? Unsere Quest. Oh, da wird fleißig geangelt. Das muss ich auch noch machen. Angeln. Da ist ein Versteckter gerade gewesen. Na, egal. Steinscheusalboote. Okay, aber hier sind wir noch nicht fertig. Oh, ich muss doch... Achso, das ist der Wahlerschrecken. Das machen wir auch noch irgendwann. Finsterste Grüße. Unser Dorf wird gleichzeitig von Rebellen und Graf Denatrios loyalen Tyrannen bedrängt, während eine Anima-Dürre unsere Realität zerreißt. Oh, die scheint wohl irgendwo zwischen den Stühlen zu stehen. Aber die sieht ja schick aus, oder? Schicke Kluft. Und ihr spaziert aus dem Schlund in meine Hallen. Bringt ihr gute Kunde oder den Untergang? Ach ja, zeig mir erstmal deine Waren. Ja, da haben wir doch schon reingeguckt. Ihr wollt schon gehen? Nee, noch nicht. Das ist alles, was von unserem Zehnt verblieben ist? Der Zehnte akzeptiert keine Ausreden. Wir sollten schleunigst einen zweiten Zehnt sammeln, damit er uns nicht alle in den Glutdistrikt verbannt. Sichere Wege. Ihr kommt zu wahrlich seltsamen Zeiten. Die geforderten Abgaben an den Zehntherren steigen von Tag zu Tag und unsere Möglichkeiten, an Anima zu kommen, schwinden immer mehr. Die Seelen, mit denen wir hier arbeiten müssen, stehen kurz vor ihrem letzten Urteil und wir haben einfach nicht die Ressourcen, sie zu ernten, ohne den Weiler zu gefährden. Wenn der oberste Kämmerer euch Gehör schenkt, könntet ihr dem Meister selbst vielleicht eine Nachricht überbringen. Hier, nehmt diesen Brief. Stellt sicher, dass der oberste Kämmerer ihn erhält. Überbringt Michaelas Notiz dem obersten Kämmerer. Können wir die auch lesen? Wir sind mal so frech. An den hochwohlgeborenen obersten Kämmerer. Mein Herr, eure bescheidene Ortschaft Dunkelhafen beginnt unter der Last der von Zehntern verlangten Abgaben zu zerbrechen. Unser Flehen nach weiteren Seelen wurde außer Acht gelassen. Die wenigen Seelen, die uns zur Verfügung stehen, nähern sich ihrem letzten Urteil, und es ist höchst gefährlich, sie ohne die Hilfe von Steingeborenen zu ernten. Doch wir können uns die zu ihrer Aktivierung benötigte Anima nicht leisten. Wir brauchen Hilfe. Könntet ihr bitte unsere Bedenken dem Meister vortragen? Er ist weise und wird die Krise, der wir uns gegenüberstehen, verstehen können. Wir sind treue Diener des Meisters und geraten angesichts der Rebellen auf der einen und der Unterdrücker des Zehntern auf der anderen Seite zwischen die Fronten. Bitte helft uns, dem Meister zu helfen. Eure demütige Dienerin, Herrin Michaela, Rüstmeisterin von Dunkelhafen, treue Dienerin der Ernter und des Meisters.
Es ist so lange her, seit ich einem lebendigen Sterblichen begegnet bin. Habt ihr es eilig? Leider reicht das Geschenk des obersten Kämmerers nicht aus, um den gesamten Zent zu decken, Zehnt, den wir dem Zehntherrn entrichten sollen. Aber es wird ein guter Anfang sein. Der Verlust der Karawane mit dem Zehnt ist ein herber Schlag für unser Dorf. Unsere kleine Gemeinschaft leidet bereits schwer unter der Dürre und der Notwendigkeit, den Forderungen des Zehntherrn nachzukommen. Wir müssen dennoch alle unseren Beitrag leisten. Wir haben nur wenig Zeit, um diese Aufgabe zu erfüllen. Könnt ihr helfen? Sammelt den Zehnt von den Dorfbewohnern und sucht das Gebiet nach jedem übersehenen Tropfen ab. Boah, voll die Anima. Quetsche. Sammelt Anima im Dorf für den Zehnt. Ihr findet allein hinaus. Sammelt den Zehnt womöglich von den Dorfbewohnern ein und sucht die Gegend nach jedem übersehenen Tropfen ab. Wow, mal wieder so eine nette Leiste, wie ich sie liebe.